Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen monatlichen Support-Video auf meinem Kanal und dem letzten Support-Video für das Jahr 2019. Und an dieser Stelle wünsche ich euch allen auf jeden Fall noch ein frohes neues Jahr 2020, neues Jahrzehnt, whatever. Genau. Und es gibt eigentlich nicht so viel zu sagen, also eigentlich schon. Ich will es möglichst kurz halten. Die Giveaways sind jetzt vorbei, also das Auslosungsvideo sollte vor diesem Video kommen, also das ist abgeschlossen. Der Flyfezember ist abgeschlossen, der hat den Kanal ziemlich dominiert die letzten Wochen. Vor allem anhand von Kommentaren und natürlich aber auch an der bloßen Anzahl der Videos. Das ist jetzt erstmal vorbei und das war es jetzt auch erstmal mit den Giveaways. Also jetzt wird so schnell, außer es kommt wieder unerwartet irgendjemand, der sagt, hey, hau doch, ich höre auf, verlost doch das und das an die Zuschauer, was jetzt wahrscheinlich nicht passieren wird, zumindest nicht, dass ich wüsste, wird es jetzt erstmal soweit keine Giveaways mehr geben, die nächste Zeit. Und genau, so viel dazu. Streams wird es vermutlich... Ja, es ist nicht hundertprozentig sicher, nagelt mich nicht drauf fest, aber so könnt ihr mich natürlich schon nageln. Aber 5.6. wahrscheinlich. Aber es ist noch nicht hundertprozentig sicher und einer oder vielleicht sogar beide werden Twitch-only, aber wahrscheinlich nur einer. Also wahrscheinlich der zweite, der am 6. wird vermutlich ein Twitch-only-Stream. Aber wie gesagt, nähere Infos dazu oder wann es losgeht, werde ich halt kurzfristig, wenn überhaupt, im Discord angeben. Oder ihr seht es dann halt einfach, wenn ich online bin, aber wie gesagt, für den 6. dann auf jeden Fall schon mal Twitch im Auge behalten und nicht nur YouTube. Genau, oder einfach auf Discord chillen. Genau, und weil ich am 7. arbeiten muss, beziehungsweise in die Schule muss, wird es wahrscheinlich auch nicht so ultra spät werden. Also abends eventuell, aber ich meine, es wird nicht so ultra spät losgehen. Genau. Ja, dann auf jeden Fall noch danke an euch alle, die dabei waren, aber ich schätze mal, das war jeder, der dieses Video sieht, für ein tolles Jahr 2019. Das war wirklich ziemlich heftig auf YouTube, vor allem die Aufrufe gingen wieder steil nach oben. 2018 war tatsächlich das erste Jahr, wo ich mit den Aufrufen weniger Aufrufe hatte als im Jahr davor, also im Jahr 2017. Oder ich glaube insgesamt nicht, aber vor allem gegen das Ende hin hat 2018 ziemlich geschwächelt. Und das war jetzt 2019 nicht so, also jetzt hat man es vor allem gemerkt, ich habe ja erst die 3-Millionen-Marke geknackt und jetzt sind wir schon wieder bei über 50.000 mehr in gerade mal etwas weniger als 30 Tagen, was ziemlich krass ist auf jeden Fall. Natürlich hatte der Flyfezember auch seines beigetragen, sage ich mal, aber trotzdem war es insgesamt echt crazy. Auch die Wiedergabezahl in Minuten und diese ganzen Analysestats, ich muss jetzt nicht alles auflisten, aber das ist auf jeden Fall alles ziemlich in die Höhe geschossen, vor allem jetzt eben im Dezember, aber auch schon im November. Und das hatte ich bisher, glaube ich, noch nie, weil vor allem Sommer ist ja immer das totale Hoch, sage ich mal. Dann so, ja, wenn die Schule wieder anfängt, Studium und so, dann geht es wieder richtig nach unten. Aber gegen Ende des Jahres, dass es so einen Aufschwung gibt, ist selten und das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Also wie gesagt, danke dafür nochmal, aber insgesamt auch einfach danke für das Jahr 2019, weil es echt Spaß gemacht hat, vor allem auch die Streams. Und ich, wie gesagt, insgesamt einfach sehr zufrieden bin. Genau, so viel mal dazu. Also danke auf jeden Fall an alle von euch, die dazu beigetragen haben und sich einfach die Videos angeschaut haben. Und dann kommen wir noch zu den aktuellen Projekten, beziehungsweise wie es jetzt die nächsten Monate weitergeht. Also es ist jetzt so, aktuell habe ich mir ein bisschen selber ins Bein geschossen, indem ich zu wenig gemacht habe für die Schule jetzt in den Ferien. Was, sage ich mal, naja, absehbar war es nicht unbedingt, aber... Motivationstechnisch hätte ich es erwarten können, oder ich habe es eigentlich erwartet, dass es so kommt, dass ich jetzt noch 3 Tage Zeit und muss jetzt halt extrem viel machen, weil ich bisher kaum was gemacht habe. Zeitgleich will ich noch ein bisschen Videos vorproduzieren, weil jetzt der Januar wird wieder relativ stressig und die nächsten Ferien, gut, okay, die sind schon wieder im Februar, aber ich meine, das ist nur eine Woche und ich meine, ich muss immer arbeiten, also die Arbeit, ich habe keine Urlaubstage, bis ich Abitur habe zumindest nicht, außer ich kündige vorher oder werde gekündigt vorher, aber gut, ich meine... Ich sage jetzt mal so, das sollte eigentlich nicht passieren, ja, aber sollte es passieren, dann wäre es halt so. Aber auf jeden Fall habe ich halt die Arbeit trotzdem die ganze Zeit noch mit dabei und das heißt, so eine Woche Ferien, wenn man gleich, ich meine, es sind nur halbe Tage immer, ist schon klar, aber es ist trotzdem aufstehen, hingehen,
Meistens bleibe ich dann auch länger, wenn ich Ferien habe, weil dann habe ich ja mehr Zeit, um mich halt dann unter der Woche wieder zu belasten, wenn Schule ist. Ja, und ich meine, es sind ja trotzdem, insgesamt ist es über einen Tag weg auf jeden Fall schon mal. Und dann ist halt so eine Woche Ferien schon ziemlich kurz, wenn man zeitgleich halt auch noch die Videos vorproduzieren muss, will. Und halt noch Referate, Schulaufgaben und auch langsam, also ich glaube ab Februar muss man dann schon fast anfangen, für die Abschlussprüfungen zu lernen. Ja, das wird dann alles halt zu schaffen in dieser einen kurzen Woche. Neben Real Life natürlich noch. Und genau, deswegen wollte ich halt einfach noch ein bisschen vorproduzieren. Das habe ich jetzt auch so gesehen größtenteils geschafft. Da mache ich noch ein bisschen was und dann, wie gesagt, noch ein paar Schulsachen. Aber ja, dann musste ich auf jeden Fall die nächsten Monate, sage ich mal, schon ziemlich durchplanen, was die Videos angeht. Und es ist jetzt so, ihr habt es eh schon gemerkt, Stronghold 3 hat jetzt angefangen. Auf Wunsch, eigentlich hatte ich was anderes geplant, aber Stronghold 2 ist ziemlich gut angekommen. Selbst nach 67 Folgen waren die Klicks und vor allem die Likes auch immer noch da. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil Stronghold 2 halt eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist und auch mein allererstes Computerspiel nach Siedler. Aber Siedler habe ich eigentlich nie wirklich selber gespielt, das habe ich fast immer nur zugeschaut. Minimal vielleicht mal. Aber Stronghold 2 war das erste Spiel, das ich mir gekauft habe. Also es war quasi mein eigenes Spiel. Und ich habe es tatsächlich For Life gespielt. Das heißt, es war so gesehen mein erstes richtiges Computerspiel. Und es ist einfach ein hammer-nices Game. Und da kommt jetzt dann auch 2020, kommt jetzt der Stronghold Warlords raus. Das werde ich wahrscheinlich auch let's playen. Und jetzt aktuell läuft aber dann erstmal noch Stronghold 3. Wie gesagt, Skyrim läuft durchgehend weiter. Das habe ich ja gesagt. Ich habe es eigentlich vor, bis zum nächsten Elder Scrolls Teil durchzuspielen, was wahrscheinlich erst 2021 oder 22 der Fall sein würde. Also noch eine ganze Weile. Kann sich auch natürlich noch ändern. Also ich meine, wenn es wirklich dann 2021 immer noch kein, also Mitte des Jahres immer noch kein, oder vielleicht auch schon viel früher, keinen nächsten Teil gibt, vielleicht sage ich dann einfach, okay, jetzt kann man langsam mal wieder was anderes spielen. Aber das bleibt vorerst noch. Dann Dead Alive wird abgelöst von Dead Alive. Das geht da auch fließend weiter. Das ist dann das zweite von drei Spielen, die wir let's playen. Und Devil May Cry wird abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob es im Januar noch fertig wird tatsächlich. Ich glaube fast nicht. Oder wenn dann gegen Ende hin. Bei Devil May Cry 3 weiß ich noch nicht ganz genau, was der Satz sein wird. Aber es wird wahrscheinlich keine Abonnentenabstimmung dazu geben. Einfach aus dem Grund, weil ich es halt noch nicht weiß, wann es endet. Und dann muss ich halt, sag ich mal, relativ kurzfristig das planen können. Und das heißt, die nächste Abonnentenabstimmung, momentan haben wir tatsächlich in Anführungszeichen nur einen, der, sag ich mal, oder was heißt abstimmungsberechtigt, wären ja viel mehr, aber einbringungsberechtigt wäre nur eine Person. Und da sage ich einfach, hoffentlich ist er mir nicht böse, dass da jetzt momentan keine Abstimmung stattfindet. Also, dass er quasi sein eigenes Wunsch-Let's Play einbringen kann. Einfach weil es jetzt halt momentan viel leichter ist, wenn ich das vorher selber festlegen kann. Habe ich jetzt zwar jetzt aktuell noch nicht, aber ich brauche es ja auch erst in 3 oder 4 Wochen. Aber ich will es halt, ja, wobei das Schwachsinn ist. Ich werde es wahrscheinlich morgen anfangen aufzunehmen trotzdem. Für Ende Januar dann schon. Und ja, eben, dann ist jetzt gar keine Zeit mehr. Nein, das ist Schwachsinn. Ich werde es nicht kurzfristig entscheiden. Ich werde es jetzt dann schon entscheiden müssen. Ja, stimmt. Also kurzfristig jetzt, aber nicht kurzfristig Ende Januar. Okay, never mind. Ich habe gerade Bullshit gelabert, ja. Vergiss, was ich gesagt habe. Es gibt jetzt erstmal keine Abstimmung zum Let's Play. Und wie gesagt, ich hoffe, er ist mir nicht böse. Deswegen. Genau, und so viel zu den Let's Plays, also das wird jetzt auf jeden Fall die nächsten Monate so, ja, weitergehen. Also ich habe jetzt eigentlich alles gesagt, die Let's Plays, die kommen, genau. Also Stronghold 3, ich meine, es ist ähnlich wie Stronghold 2, also relativ umfangreich. Drei verschiedene Kampagnen-Modi, also das dauert auf jeden Fall, bis wir das durch haben. Skyrim kann man so gesehen fast nicht durchspielen. Genau, Devil May Cry und Dead Alive. Dead Alive hat dann noch Nachfolgetitel und Devil May Cry wird dann früher oder später zu Ende sein. Genau, und dann gibt es noch das Fly-Video, das sehnlichst erwartet wird, glaube ich auch, das mit dem Aliens Jar anbinden. Das kommt noch die Tage, ja. Also ich habe ja gesagt, gegen Ende des Events. Und genau, alles Weitere werde ich dann in dem Video selbst erklären und sagen. Und dann dürfte es das gewesen sein, ja. Also war doch ziemlich viel. Ich, wie gesagt, ich habe es jetzt probiert, relativ kurz zu halten, das Ganze. Und so sieht es jetzt aktuell erstmal aus. Genau, also ich hoffe auf jeden Fall, dass das Jahr 2020 ähnlich wie 2019 wird. Ein Ticken besser, Kappa. Ne, Spaß, das passt alles. Also wenn es weitergeht wie bisher, dann bin ich voll zufrieden. Und genau, bedanke mich auf jeden Fall bei jedem von euch. Und natürlich auch wieder an meine
zusätzlichen Supporter in Form der Subscribers und Donations. An die natürlich auch wieder ein großes Dankeschön. Die werden gleich am Ende des Videos wie immer aufgelistet. Aber auch ansonsten, wie gesagt, immer für jeden Like, für jeden Kommentar und für jeden Aufruf bin ich auch immer natürlich genauso dankbar. Und sonst hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben und das dürfte alles gewesen sein. Genau, dann wünsche ich euch noch einen schöne restlichen Ferien, genau, schöne restlichen Ferien, schöne restlichen Urlaube und schöne, okay, ja, reden, ich brauche einen Sprachkurs, ich beleg dann bei deinen. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch ein schönes Jahr 2020 und damit macht's kurz rein, bis zum nächsten Mal, danke fürs Einschalten, nicht nur bei diesem, sondern bei allen Videos, bis dahin, macht's kurz rein, ciao, ciao.